Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute im Trio Infernale mit Jay Chris. Guten Tag. Hallo. Und Servus. Servus. Und wir sitzen alle im wunderschönen Sturmmörser drin und der wird jetzt vorgestellt. Viel Spaß. Der 38 cm Sturmmörser, umgangssprachlich Sturmtiger, war eine schwere gepanzerte deutsche Artillerie selbst für aller Vetter. Die Entwicklung geht ursprünglich auf eine Initiative der Kriegsmarine zur Konstruktion einer landgestützten Anti-U-Boot-Waffe zurück. Anfangs als ortsfester Werfer erdacht, kam schnell die Idee einer Selbstfallerfette auf. Hier kam es zum Konflikt mit dem Heer, da das Heer die Meinung vertrat, dass es keine landgestützte fahrbare Artillerie der Kriegsmarine geben solle. Das Heer nahm sich daraufhin des Projektes an und entwickelte es weiter. Seinem extrem kurzen Lauf, 205,4 cm, schoss der Raketenwerfer 61, welcher auf der Wanne des Panzerkampfwagens 6 Ausführung E-Tiger 1 in einem teilweise 15 cm dicken gepanzerten Stahlaufbau untergebracht war, die 148,9 cm lange und 345 kg schwere Raketensprenggranate 4581 bis zu 5,6 km weit. Das Projektil enthielt 125 kg Sprengstoff und hatte einen Feststoff-Raketenantrieb. Insgesamt wurden 18 Fahrzeuge gebaut, die zwar kaum militärischen Wert hatten, aber durchaus einen moralischen und psychischen Effekt auf den Gegner. So, ja, der gute Jay Chris hatte mir einen Tipp gegeben, den setze ich auch direkt um. Zero auf 100 Meter stellen direkt. Ist das korrekt? Ja. Das macht man mit dem Ding so. Weil Leute, ihr müsst, gut, das sieht man jetzt nicht mehr, aber ihr habt gesehen, wie weit man hochziehen muss, damit man auf 100 Meter kommt. Das macht schon das Sinn. Geht bei dem halt so langsam. Ja, aber was ich habe, wie gesagt, ein paar Testrunden gespielt mit dem Teil. Da geht ja auch Zero fürs MG hoch. Das war sehr... Das ist eben so? Ja, ja. Sehr verwirrend. Oh, da hinten steht schon das Erste. Na, na, na. Wie weit ist das? Also 400. Von mir. Ich schieße einfach mal. Ah, ich hab nicht getroffen. Ich auch nicht. Oh, aber es sah schick aus. Ja, genau. Und 50 Sekunden nachladen. Ich hab schon ein Viertel nachgeladen. Ich habe auch schon Alter, Helke, ich verpiesel dich hier einfach. Machen wir so, verdrücken wir sie einfach an der Wand. Ja. Ich glaube, ich fahre einfach mal ein Stück weiter links. Ich bin mir nicht sicher, ob die Hauptstraße so gut für uns ist. Nee. Hier ist einfach gerade was durch die Wand geflogen. Das sah so aus. Okay. Ja, ich bin gespannt, ob ich 1-2 Kills mache. Also in den Testrunden hat das geklappt, aber ja, Aufnahmeflug und so. Oh, pass auf, links aus. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. So, das sind 500 Meter. Ah, kacke, ich hänge hier am Baum fest. Na? Natür! Ach man, der ist in der Sekunde gestorben, weil meine Granate eingeschlagen ist. Ja, geht mir ähnlich. Meine kam ein bisschen später, war aber auch schon tot. Und die hätte getroffen. Hier direkt, okay, hier geht... die töten einfach alle für uns, das Team. Wir sind einfach nur schön Feuerwerk. Ist auch schön. Also hier außen steht noch ein... Arti. Es, aber ich finde es echt schwierig, mit dem Ding zu treffen, weil die Granaten ja, auch so langsam fliegen. Das ist wirklich, also auf kurzer Entfernung ist er sau witzig. Ja, ja, so Schrotflinte ins Gesicht, aber du musst aufpassen, dass du nicht selber wegsprengst. Ja, das habe ich vorhin auch schon geschafft. Oh, guck mal, da haben wir doch schon was Schönes. Nein! Oh, jetzt ist der draufgegangen in dem Moment. Ich hab gefällt. Dann halt den hier. Na! Auf der Straße steht noch ein Gegner, ist ein Isu oder Isu. Junge, auf der Straße, links oder rechts? Direkt vor mir, mittig auf der Straße stand der eben. Ich hab einen Kill. Ja, ich seh's. Oh Gott, ich seh's. Ich brauch noch zwei Drittel. Nee, oh, jetzt zu weit. Direkt, wirklich direkt vor mir hier. Nee, ich hab dich daneben geschossen. Ich hab blind geschossen aus dem Spawn raus. Das wird eine schöne Panic-Runde. Er guckt mich an. Er pusht mich. Ich brauch noch ein Drittel. Ah, er hat's hinter sich. Man braucht, hier echt nicht in Sekunden rechnen, sondern in Teilen. Alter. Alter Falter. Ich hab's überlebt. Hat jemand nicht auf den Kopf? Nee. Hat jemand ein noch größeres Bumm gebracht. Ja. Mhm. Mir hat's beide Ketten zerrissen, ein Motor, ein Fahrer und ein Ladeschützen. Ist nicht gut.
Also Ladeschütze wirklich nicht, nein. Ja, wobei, es wird immer noch 52 Sekunden lang in der Statcard angezeigt. Ich weiß nur nicht, ob das noch korrekt ist. Nein, das aktualisiert sich dadurch nicht. Nee, schade. Normalerweise verdoppelt sich das noch mit Ladeschütze. Oh Gott. Also du lädst jetzt grundlegend gerne mehr als 1,5 Minuten nach. Das wird supi. Egal, eine habe ich im Rohr. Also meine lädt zum Beispiel mit der Ace-Crew 40 Sekunden nach. Ah, sehr gut. Ja, meiner mit einer Silber 42. Hier direkt um die Ecke ist noch eine. Egal, ich gehe jetzt voll rein. Ich gehe jetzt voll rein. Oh, verdammt. Nein, da steht ein BMP. Er hat mich gepusht. Ich mach dich fertig. Alter, ich stand wirklich in ihm, Falb. Also. Oh, fuck. Lol. Ich habe einen seitlichen Treffer weggesteckt. Ich meine, es ist doch schön, jetzt finde ich gerade funktioniert. Hast du volle Muni dabei? 7 Schuss hatte ich dabei. Ich nehme nicht. Wobei, ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du voll mitnimmst oder nicht. In der Regel nicht, nein. Also. Ich kann 10 unseren Spawn. Oh, Kacke. Hier steht ein Raketenschleuder neben uns. Ich kann nichts gegen machen. Ich habe gar nichts mehr. Und, oh, Kacke, Isu. Lol, ich hab's schon wieder überlebt. Was ist denn hier los? Ja, also ich krieg gerade eine Rakete und ISO-Schüsse nach der anderen ins Gesicht und es passiert noch nichts. Ach guck mal, hier ist noch ein Gegner. Ist ja super. Ich hab fast nachgeladen. Das wäre voll mies, wenn du jetzt stirbst. Wir retten dich, die Flachs retten dich. Naja, also die ISO macht mir leider hier ziemlich Gedanken. Die ignoriert mich aber interessanterweise einfach komplett. Warum kann ich denn nicht fahren? Das ist nur ein... Ach scheiße, das Getriebe ist kaputt. Alter, die ISO ist einfach an mir vorbeigefahren. Die ist jetzt hier. Okay. Also ich beschwere mich nicht, aber... Lol, ja, ich sehe sie. Oh, hier, da steht noch einer. Also vor dir. Ja, ich bin noch am Crew nachladen und an Kette reparieren und Getriebe reparieren. Also, ich brauche noch einen Moment. Wie geht's der ISO da hinten? Siehst du. Sehr gut. Komm schon, mach den Ladeschützen wieder fit. Yes, der Ladeschütze ist wieder fit. So, ihr Schweinchen. Hier steht eine, die sich nicht mehr bewegen kann, falls du sie töten möchtest. Lol, scheiße, ich hab vorbeigeschossen. Wie ungünstig. Und ich glaube, ich habe nicht einen Ladeschützen nachgeladen, sondern ich glaube, das ist der Kommandant. Nee, ist der Ladeschütze. Wie kann man denn mit der Ostwind was treffen? Ich raff's nicht, ich habe gerade durch den durchgeschossen gefühlt. Also, hier steht noch einer. Solange rechts jetzt keiner kommt, bin ich echt zufrieden. Also vor dir stehen halt zwei. Ja, ja. 3085 und die Su, die immer noch getrackt ist. Ich hab noch die Hälfte vom Ladekreis. Ich glaube, ich push die jetzt einfach und drück sie ihnen wieder ins Gesicht, wenn ich nachgeladen habe. Lenk die mal noch eine Weile ab, bitte. Ja, der kann nicht schießen, der kann nicht. Aua. Angriff! Nice. Rückzug! Scheiße, da kommt Flugzeug auch nicht zu. Also ich hab jetzt die Schnauze voll von Flugzeugen. Ja, mach die mal weg. Da kommt noch mal ein großes Flugzeug, viermotorig. Das dürfte wieder die Lancaster sein. Ja. So, der ist weg. Weggeklickt. Der hätte übel... Lieber die Lancaster. Ach, scheiße, haben die viele Flieger. Ach, Kacke. Ich glaube, ich fahr mal ein bisschen weg. Das gefällt mir. Ah, Kacke. Ach du Scheiße. Ein, hört auf, lass das. Ah, Kacke. Hier haben wir ja noch 5 Flieger im Himmel. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lancaster nochmal genau dahin geschmissen. Ah, da kommt sie. Ja, die geht auf mich. Hui! Ich schieße sie aus der Luft. Ja, versuch's bitte. Ich flieg sie an. Wobei, das könnte ich überleben. Ich hab die Bombe nicht getroffen. Lancaster ist so ziemlich am Sack. Hab ich überlebt, easy. Ich stand weit genug weg. Sehr gut. Aber ich brauche noch ein Viertel zum Nachladen.
Und ich höre schon den nächsten zu mir kommen. Dass ich immer noch lebe. Ich bin beeindruckt von dem Ding. Also, die Seiten sind ja nicht so gut gepanzert eigentlich. So, drei Flieger weg. Die Gegner finden das nicht so cool, dass ich ihre Luftstreitkräfte kaputt mache, glaube ich. Ach. Kann ich mal nicht so anstellen. Okay, das wird jetzt interessant. Wie viele Gegner stehen da und kann ich schneller abdrücken als die? Okay, 4 zu 1 ist okay, oder? Scheiße, hier ist eine... Sehr gut. Hier ist wieder eine Isu. Nein! Ah, ich wollte gerade abdrücken. Ah. Also, halten wir mal fest, das Ding ist lustig, aber es ist nicht gut, wenn man sein Team effektiv gegen die Bodenziele unterstützen möchte. Was, die Tempest? Nein, der Sturmmörser. Also er ist schwierig, missionsentscheidend zu spielen. Ja, also allein die Nachladezeit macht es ja schon unmöglich. Irgendwie. Du bist halt jedes Mal fast eine Minute raus. Ja. Gut, also man kann auch ein bisschen, also je nachdem wie die Gegner stehen, kann man auch ein bisschen was an Feuer binden, aber... Ja. So, Zeroings wieder eingestellt. Angriff. Aber ich finde es auch cool, dass er so schnell unterwegs ist. Also, ist halt ein Tiger, ne? Weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich vermute es einfach mal halbwegs. Alter, ich bin in der Runde einfach die Flak. Gut, wenn die anderen es nicht machen, ne? Irgendjemand muss es machen. Mhm. Nein! Hey, du hast ein paar Kills gemacht. Ja, ich bin zufrieden. Noch eine Runde. So, Freunde, wir versuchen uns mal auf 6-0. Wir haben es gerade zwei Runden auf 5-7 nochmal versucht. Deras Runde des Lebens, wobei, also die erste mit dem Sturm ist auf jeden Fall. Ja. Meine war nicht so gut. So, Zeroing wieder machen. Ich vergesse das immer wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das sau selten. Nur in Stadtmaps. Ach, ich finde das schon ganz hilfreich, muss ich sagen. Ich ziele halt die ganze Zeit schon höher als so generell. Upsi. Oh, Alter, aber wenn es so schwankt, ist das Zeroing gar nicht so einfach. So, jetzt bin ich auf 100. Ungefähr. So, jetzt bin ich genau auf 100. Du hast da einen Putzerfisch an dir. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, spooky! Das war knapp. Das sah hietig aus. Da oben steht einer. Ich frag mich, warum der jetzt auf mich schießen muss unbedingt. Wie weit ist das ungefähr? Ich kann das überhaupt nicht abschätzen gerade. Alter. Hör auf jetzt. Ja, schlimm. Ich auch für Spaß zu haben. Oh fuck, ich hab mein. Das, was man, wo ich normalerweise das Laser Range Finden wegmache, damit mache ich auch mein Zero. Mein manuelles Zeroing weg. Sehr gut. Ja. Ungünstig. Ja, das muss ich nochmal neu machen. So, jetzt bin ich wieder ready. Ready to fight! Alter, es ist halt einfach schon alles tot. Ich komme zu spät. Nice. Sehr gut. Jetzt ist alles tot. LOL, was? Immer noch was in Arm. Jetzt nicht mehr. Ich hatte eine geladene Rakete. Der komische M36 oh, schießt mir auf die Kanone, prallt ab. Aber die Granate ist rausgefallen. Naja, ich bin am Nachladen. Ich kann den nicht beschießen. Wie geht das denn? Also ich bin gut gewinkelt, der kann mich eigentlich nicht killen. Hat das nicht. Nee, hat er nicht. Ich bin jetzt hinterm Stein. Muss aber nochmal smoken, es tut mir leid. Muss noch einen Viertelkreis nachladen. Zwei feindliche Flieger waren cool. Ja, scheiße, jetzt habe ich natürlich unseren Panther das Schussfeld genommen. Kacke, das wollte ich nicht. Hieß es nicht eigentlich, dieses Komplett-Resetten vom Reload gibt's nicht mehr? Ja, da war mal was. Alter. Aber auf einem bestimmten Bereich. Ich war fertig geladen eigentlich. Na gut, dann war es wieder auf Null. Hier hinter dem
Stein. Ist das noch aktuell? Das ist neu, ja. Hier. Hinter dem Stein. Die liegen nicht so gut, glaube ich. Oh doch. Null, da waren sogar zwei, ey. Die Idioten. Deswegen, meine Damen und Herren, kuschelt man nicht. Auch nicht mit uns, wenn ihr uns im Stream seht. Bitte nicht. Aber das sind 500 Meter. Ich versuche mein Glück. Wo darf ich nicht draufschießen? Hier. Okay, nee, der war zu weit. Das waren wieder 500 Meter. Also ich werde vom Flugzeug angeflogen. Au. 500 Meter gezeroed, aber sie ist weiter geflogen. Also was heißt gezeroed, habe ich nicht, aber gezielt. Das... Aber ich habe schon mal einen Kill, aber trotzdem, also auf Entfernung komme ich damit nicht gut klar, muss ich gestehen. Es ist schwierig. Ich bin gerade überlegen, ob ich das jetzt mal mit dem Zeroing lassen soll. Also ich hab's weggemacht, weil mich das mehr ablenkt, als dass es mir hilft. Scheiße, da kommt wieder diese 6. Hier Arti oder ein Schuss rein, da stehen zwei direkt nebeneinander. Bin ich viel zu weit weg leider noch. Okay, einer ist tot. Ja komm, ich versuch's doch nochmal. Mit dem Zeroing. Ich möchte mir halt echt das nach oben zielen so sparen. Das ist ja schon eine Ecke weit. Dann kann man dich da unterstützen. Nee, sieht aktuell nicht so aus. Hier ist nix. Okay. Gegner, die hier waren, wurden weggemacht. Fahr ich mal zwischen dir. Hier oben steht immer noch einer. Also ich sehe den aber leider nicht. Ist ein Felsen im Weg oder so. Oh doch, da kommt aber bei A wieder einer runter. Die neue Flagge ist echt cool. Sehr schön. Das war einer von denen, die ich immobilisiert hat. Stand der noch? Nee, der ist runtergefallen. Okay. Kill Assist ist Kill Assist. Und du hast einen Kill. Scheiße. Kommen da viele Flieger. Haltet euch am besten mal bedeckt. Da kommen ja, zwei. Ich stelle mich jetzt hier hinter einen schönen Stein, während ich nachlade. Oh ja, der kommt. Oh Kacke, das ist was Großes. Ich glaub, das ist eine P8. Ja, P8 oder Lancaster. Nee, ist eine P8. Das ist viel zu groß für eine Lancaster. Ja, ist eine P8. Bombe ist raus. Botspeed. Oh. Ich hab's einschlagen gehört. Lol. Da war ich weit genug. Da war niemand von uns. Also keine Ahnung, was sein Plan war, aber... Die neue Flak ist so gut. Müssen sie genießen, solange sie auf 6-0 bleiben. Also die bleibt nie und nimmer da. Nee, nee, bleibt sie auch nicht. Es ist eine doppelte Kugelblitz, nur ohne Schutz. Ziemlich sicher, dass wir sie bald mindestens auf 6-3 sehen. Ich sehe sie eher auf 7-3. Also die ist für mich besser als die Kugelblitz. Glaube ich nicht. Also glaube nicht, dass sie auf ich denke auch nicht, dass die so hoch geht. 6-7 vielleicht noch oder so. Also wenn man mit der so effektiv Flieger abschießen kann, kann ich es mir schon vorstellen. Oh, drei Leute vor mir. Ich bin übelst am Nachladen. Tiger und ich kommen. Also da sind zwei Flaks und ein M6. Ah, oh, das wäre super. Das ist ein schönes Ziel. Hier um die Ecke? Na, eher so hier. Und rechts von mir, glaube ich, gleich auch. Der M6 kommt hier. Also die Flak. Ah, oh, das ist echt zu viel für eine Flak, aber ich mache es trotzdem. Ja. Nein! Ich hätte einen Double Kill machen können. Hier kommt gerade nämlich noch einer und jetzt habe ich ein Problem. Es kommen nämlich mehrere Gegner. Ich smoke mich mal voll. Ja, vor mir ist der M42. Scheiße, ich darf hier nicht den Hügel hochfahren. Hm, das wird nicht gut ausgehen, glaube ich. Lebt das da? Ich habe hier direkt auch mir vor mir einen. Warte, ich bin hinter dir, ich kann dir helfen, wenn der dir näher kommt. Lass dich jetzt mal auf zu smoken. Wenn er aus dem Smoke kommt. Pass auf, unser Tiger neben dir pusht ihn. Ja, und der andere Tiger hat alles reingesmoked. Nee, das war ich. Das Smoke habe ich geschossen.
So, ich habe auch nachgeladen. Bei mir ist M42. Ah, ich will da nicht schon wieder so eine Mumpel draufballern. Oh, ich wurde beschossen gerade von hier. Jan, wo ist die Flak? Direkt vor mir. Aua, so, sehr gut. Kette. Also die ist direkt hier. Okay, ich push sie. Nein! Ah, kacke. Ja, das waren dann doch mehr als das, was ich gesehen habe, leider. Alter, ja, der steht ziemlich gut gedeckt. Ich muss mich zurückziehen wieder. Ich werde jetzt von rechts auch noch beschossen. Den Tiger hat es auch zerlissen. Aber wir spielen noch gar nicht die Chinesen. Tiger, ich guck doch einfach mal nach rechts, Tiger. Impossible. Ja. Dann mach ich halt so. Hier hinten steht irgendwo was. Ich hab keine Granate mehr. Oh fuck. Wann die ES1 jetzt? Jan, ist da noch irgendwas Weiches bei dir? Nein. Böse. Nein, aber hier ist ein Light. Ich hab hier einen Flieger bei mir. Ich eile. Okay, Flieger ist weg. Wo ist der Light? Der war hier. Ja, ich sitze jetzt auch im Flugzeug. Okay, also da, wo normalerweise der andere Punkt ist, der mittlere Punkt. Ach, hier ist markiert. Ich hab bei dir hingeguckt. Ja, genau, hier. Ich flieg da auch mal hin. Sieht da gar nichts. Achtung, du wirst von der Flak beschossen. Ja, ich merk's, aber der irgendwie kann der nicht zielen. Ne, ich sehe da leider gar nichts. Ich flieg auch drüber, ich sehe auch. Er war eben auf dem Map markiert gewesen. Wollen wir die Flak angehen, Thorsten? Ich schmeiß jetzt meine Bomben rein in der Hoffnung, dass es irgendwas tut. Aua. Oh oh. Alter! Ja, du hast beide gekriegt. Ja, aber hast du gesehen, was passiert ist? Unter mir war eine 190. Wir sind voll ineinander gekesselt, wir haben uns gegenseitig gedrückt. Aber das war eine erfolgreiche Runde. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.